Na, wer sich mit Geächteten einlässt, verdient es nicht anders. Hätte sie sich mal mit mir eingelassen. Befehl von Lord Kupka. Du darfst zusehen, wie deine Freundin hingerichtet wird. So eine Verschwendung. Gav. Kristallfesseln sind schwer zu knacken, weißt du? Aber keine Sorge, ich krieg die schon auf. Wo ist Jill? Im Innenhof. Scheiße. Machen wir schnell. Die Kaiserlichen haben zum Rückzug geblasen und sind schon weg. Aber es wimmelt hier noch von Kupkas-Männern. Überlass sie mir. Ich schleich mich nach oben und komm dann von hinten. Beeil dich, ja? Ach. Fast vergessen. Halt durch, Jill. Ich komme. Ich muss sofort in den Hof. Alter, Gav hat ja ganz schön aufgeräumt. Ja gut, mit ihm ist nicht zu spaßen, ne? Das ist unser bester Mann. Ich lasse sie nicht sterben. Einen Plan, Clive, denn falls nicht, sind wir geliefert. Los! Verdammter Wolf! Er ist ein Dominus. Ja. Kannst du stehen? Komm schon, Lord Rossfield. Ich hab dir doch nicht etwa den Appetit verdorben. Schluss damit! Ja? Es wird Zeit, den nächsten Gang aufzutischen. Mal sehen, wie er dir schmeckt. Der Torgal. Hier, Jill. Danke, Gav. Ist ein Dominus? Haltet durch. Oder was zur Hölle ist er? Komm hier raus. Ich meine, uns jetzt schon klar. Danke. Was mit ihren Köpfen? Seit wann kann Torgal denn dieses Kunststückchen? Später. Erst kämpfen wir. Ich zähl auf dich, Torgal. Nochmal, wo kommen die jetzt auf einmal her? Alter, da war ja noch ein Hund. Ich dachte, der wäre es von uns. Ja.
Was zur Hölle ist er? Gab's Fenrir als Dominus? Ihr seid ja immer noch nicht tot. Wunderbar. Dann gehört Lord Kukas Belohnung also uns. Wo ist denn? Ah, scheiße. Oh, schon weg. Sehr gut. Jetzt ist die Frage, was passiert denn jetzt? Und was zur Hölle ist denn Torgal noch? Noch fuck mal. Geschafft. Fürs Erste. Ich wette, das waren nicht die Letzten. Die werden nicht aufhören, uns zu jagen, bis Kupka stirbt. Also geh da rein und bring es zu Ende, ja? Geh. Wenn noch mehr kommen, halten wir sie auf. In Ordnung. Seid vorsichtig. Keine Ahnung. Kupka hat uns unsere Heimat genommen. Lass ihn nicht auch deine nehmen. Mach dir keine Sorgen. Geh. Ich verspreche dir, Sid. Er stirbt durch meine Hand. Bist du oben irgendwas? Da ist was. Ah, super Trank. Aber kämpfen wir dann nicht im Schloss? Könnte es nicht ein bisschen hart werden? Kupka. Du kommst spät. Probleme gehabt? Keine, die nicht lösbar gewesen sind. Das freut mich. Und nun bist du hier, um diesen Thron zu verteidigen, Lord Rossfield? Das Großherzogtum Rosaria. Ein Reich ohne Herrscher, ohne Armee, sogar ohne Volk. Ein buchstäbliches Reich aus Staub. Ein Thron? Brüchiger Stuhl, sollte ich sagen. Nein! Schluss mit den Spielchen, Kupka. Was zur Hölle willst du? Sids Kopf auf einem Tablett. Stell dir meine Enttäuschung vor, als ich erfahren habe, dass ich ihn nicht töten kann. Und meine Erleichterung, als du seinen verfluchten Namen angenommen hast. Dieses Monster hat Benedicta ermordet und ihre Leiche geschändet. Wer
sein verfluchtes Erbe antritt, wird auch für seine Verbrechen büßen. Die einzigen Verbrechen, für die ich büße, sind meine. Sid war derjenige, der versucht hat, sie zu retten. Aber dafür war es schon längst zu spät. Also habe ich es zu Ende gebracht. Ich habe sie getötet, Hugo. Du? Du hast sie getötet? Richtig. Eine Fügung des Schicksals. Ich habe höchstens noch darauf gehofft, auch ihm einen geliebten Menschen zu nehmen, ihm das Gleiche anzutun. Doch es ist noch so viel mehr. Wahre Rache wurde mir gewährt. Wir hatten einen Traum. Ich würde zum König der Welt. Sie, meine Königin. Und zusammen würden wir herrschen wie wahre Götter. Du hast diesen Traum zerstört. Alles ruiniert. Und zwar mit dem Tod. Ich reiß dich in zwei mit meinen bloßen Händen. Und was denkst du? Wie viele du getötet hast? Wie viele Träume hast du ausgelöscht? Du bist nicht der Einzige, dessen ganze Welt in die Brüche gegangen ist. Kein Mitleid von mir, Kupka. Kein Mitleid und keine Gnade. Jetzt. Boah. Hier und jetzt erfährst du, was denen geschieht, die es wagen, mich zu stören. Ich werde dich töten! Zu langsam! Ah, fuck. Das tut gut. Ich werde dich ausradieren, Rossfield. Mein Hass für dich ist uferlos, unerbittlich. Dieses Schloss wird dein Grab. Thank you.
Das Schicksal hat entschieden. Ich bin in meinem Element. Scheiße. Uah. Soll das? Hör mal auf, deine Hände zu schießen. Oh Gott. Oh Gott. Warum ist er denn jetzt größer?
Yes! Und down, Alter! Yes! Aber jetzt bin ich gespannt, ob wir das ganze Gebiet zerlegen. Oder ob meiner ihm vorher die Energie absaugt, dass er sich erstmal nicht verwandeln kann. Seine Hände. Meine Hände! Meine Hände! Dich töten. Nicht doch, Hugo. So viel Aufregung ist ungesund. Warte! Bahamut? Ein andermal, Mythos. Warte, was? Nein, ich bin umbringen. Waren das alle? Ich denke schon. Valuta Abschaum. Wer hat die bitte eingeladen? Aber heute gab's ja noch eine viel größere Überraschung. Wo hast du das denn gelernt, Torgal? Du sagst es nicht? Wie du meinst. Geoff, suchen wir Clive. Ach, entschuldige. Ihr habt ihn übersehen. Wir haben uns Sorgen gemacht. Ich mir auch. Warte mal, dann hat der Odin-Typ jetzt einen Titan? Ich war so nah dran. Ohne meine verdammte Gabe wäre er mir nicht entkommen. Ich bin froh, dass du überhaupt noch lebst. Wann sind die Valuta aufgetaucht? Nachdem du ins Schloss bist. Gerade als wir mit Kupkas Trupp fertig waren, da kam Odins. Waren aber kein Problem für uns. Ach nein? Hättest du mal den bei Kupka gesehen? Also sind sie gekommen, um ihn zu retten?
Keinen blassen Dunst, was sich hier abspielt, aber während wir uns das Hirn zermartern, geht uns der Bastard mal wieder durch die Lappen. Wie geht's jetzt weiter? Erstmal zurück zum Versteck. Ich bin erledigt. Und du siehst auch geschafft aus. Und alles, was Jill erlebt hat. Für Kupka ist immer noch Zeit, oder? Ja, hast recht. Dem Rätsel deines magischen Mischlings könnten wir dann auch nachgehen. Na, wie geht's dir? Lass uns heimgehen. Tja, die Bitch hat auch nicht bekommen, was sie wollte. Warum zur Hölle waren denn jetzt die Valuta hier? Aber die wissen, der Odins-Typ weiß scheinbar aber auch mehr, wenn er mich Mythos nennt. Aber wer war der beim Odin? Ist das noch ein Dominus? Jetzt sieh dich doch nur an. Dein Körper macht das nicht mehr lange mit. Du hattest versprochen, besser auf dich aufzupassen. Genug mit den Ausflüchten, Jill. Oder muss ich dich ans Bett fesseln? Nein. Ist gut. Keine Angst, Gav. Taya hat sie im Griff. Ja, aber im Griff hatte Kupka sie leider auch, als er noch greifen konnte. Fragt sich nur, wo er jetzt ist. Und was die Valuta dort zu suchen hatten. Darüber habe ich auch die ganze Zeit nachgedacht. Vielleicht hat Otto etwas gehört. Ich frage ihn. Und ich rede mit Harpo. Mit Harpokrates? Worüber denn? Ja, über deinen treuen Vierbeiner zum Beispiel. Wenn ein anderer Hund als Torgal sowas je gemacht hat, wird Harpo darüber gelesen haben. Ich mache mir vor allem Sorgen, was ihm passieren könnte. Ich bin ja froh, dass er unsere Ärsche gerettet hat, aber wenn er den gleichen Preis zahlt wie Jill? Ja. Halt mich auf dem Laufenden. Mach ich. Du aber auch, ja? Jill, hör auf Taya. Durch. Versprochen. Reflexion. Die Macht der Erde. Clive hat sich ein Stück der Essenz Titans einverleibt. Das Beschwören von Titans Kraft ändert nicht nur die elementare Ausrichtung deiner Magie. Zugriff auf mehrere neue Esper-Fertigkeiten. Also so wie halt immer. Können fast alle Angriffe geblockt werden. Drücke 4, um nach einem perfekten Block, um einen befehlenden Konterangriff auszuführen. Eigentlich würde ich jetzt aufhören, aber ich muss Otto noch fragen, ob der was weiß. Das mit der Valuta macht mich fertig. Bist du beschäftigt? Wann bin ich das nicht? Wie geht es Jill? Einigermaßen. Taya sorgt dafür, dass sie sich ausruht. Gut. Gibt es irgendwas Neues zu Kupka? Vivien versucht ihn ausfindig zu machen, aber ohne zuverlässige Hinweise. Wir haben den Fluchbrechern und unserem Verbündeten im Westen Pestolas Bescheid gegeben, dass sie die Augen offen halten sollen. Bisher kam nichts, aber es ist nur eine Frage der Zeit. Ist gut. Halt mich auf dem Laufenden. Da ist er ja. Hallo, Clive. Rettest du etwa immer noch die Welt? Was zur Hölle, wer bist du? Nicht. Du bist schon zurück? Jetzt ja. Was ist mit deinem Studium? Verschoben. Weil Kupka in Rosaria einmarschiert ist. Ganz Canva dreht deshalb am Rad. Er ist verrückt, außer Kontrolle. Wir sind die Nächsten.
Wer soll über so ein Trara lernen können? Schon gut, schon gut. Ich bin ruhig. Ist jetzt Tochter. Wie lange bleibst du denn diesmal? Weiß nicht. Eine ganze Weile. Wo ich dich schon mal am Wickel hab. Kannst du mir vielleicht einen Gefallen tun? Mit. Du kannst nicht erwarten, dass... Bitte, auch um meiner Willen. Während wir weiter nach Kupka suchen, solltest du etwas Zeit haben. Professor, das ist ja mal eine schöne Überraschung. Sonst steckt die Nase immer in einem Wälzer. Heute auch, bis mich eine vertraute Stimme rausgelockt hat. Deine Existenz ist wirklich wie eine frische Brise, die meine mühsam gesammelten Gedanken in Sekunden durcheinanderwirbelt. Das nehme ich mal als Kompliment. Clive, du hast Frau Professor gehört. Also, ich warte im Lagerraum auf dich. Hey, wo bist du hin? Von wegen frische Brise. Wohl eher ein Wirbelsturm. Genauso stelle ich mir jetzt doch davor. Otto, her mit den Gill. Ist das schon wieder? Hey, wovon redest du? Von meinem Lohn fürs Übersetzen von mit. Sie meinte, du bezahlst. Dieser Frechdachs. Mal sehen, was mit von mir will. Aus. Wenn ich mit in die Finger kriege. Aber was ist das für ein Name mit? Titan einverleibt. Warte mal, da ist hier noch Platz für drei. Wenn ich von der rechten Seite ausgehe, sind hier noch Platz für drei. Eins, zwei. Shiva, Bahamut, Odin, ne? Also sauge ich der Chill wahrscheinlich auch irgendwann die Kräfte. Oh nein. Ich hoffe, das heißt nicht, dass ihr auch drauf geht. Aber es muss es nicht heißen, die sterben ja danach nicht. Habe ich jetzt gespeichert oder nicht? 2038 und wir haben 2038. Dann bedanke ich mich an der Stelle bei euch fürs Zuschauen. Und ich hoffe, wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge von Final Fantasy 16. Macht's gut und Servus.